Sprecherinnen. Und deshalb freue ich mich jetzt, begrüßen zu dürfen, Sharon Burrow begrüßen zu dürfen. Wir brauchen, die Friedensbewegung braucht die Arbeiterinnenbewegung, die Frauenbewegung und die Umweltbewegung, um stark zu bleiben. Die Generalsekretärin des IGB, herzlich willkommen. Es ist wirklich eine große Ehre für mich, hier zu sein und die Worte von Kalma zu hören, die uns darüber erzählt, wie es für sie ist. Sie ist ein Beispiel für die Menschen, die wir unterstützen müssen. Demokratie, Frieden, Menschenrechte, das war die Friedensdividende nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber diese Vision ist jetzt in Gefahr. Von 1945 an hat dieser Traum angehalten. Die Todesrate ist von 22 pro 1000 auf 0,3 pro 1000 gefallen. Aber mit dem Krieg in Syrien und den blutigen Konflikten in den Befreiungskriegen gegen die Diktaturen, dem fallen Gemeinschaften zum Opfer. Hunderttausende werden getötet, Millionen werden vertrieben und viele schließen sich den Kämpfen, den Kämpferinnen an. Und Geopolitik wird hier wieder betrieben zulasten der Menschen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zeigt uns, wie schwierig es ist, denn auch er kann die Fassbomben nicht unterbinden durch eine Flugverbotszone. Das Nichthandeln hat zu mehr Leiden geführt. Ein neuer Konflikt scheint unabweichbar, scheint nicht zu beheben in der Region. Die Spannung, die Anspannung in Palästina, im Irak, in Afghanistan und das Leid in Palästina hält ebenfalls an. Islamische Militante üben terroristische Akte aus in den Städten, die sie belagern. Die Anführer, die heucheln uns etwas vor, denn sie kaufen die Waffen, die ihre eigenen Wirtschaften ankurbeln. Es ist Zeit, das Töten und den tödlichen Waffenhandel endlich zu stoppen. Die Menschen fühlen sich machtlos und wenn man noch sieht, dass es auch wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt und die Auswirkungen des Klimawandels, wenn man und zusätzlich zu den Konflikten, da sind die Schwierigkeiten für das Überleben der Menschheit immer mehr geworden. Militarisierung ist eigentlich nur ein Kampf gegen die Menschen. Konflikt und Unterdrückung des zivilen Widerstands. Das sehen wir in der Türkei, in Ägypten und bei dem politischen Coup in Ägypten. Gewalt ist eine Geißel, die Unterdrückung vorantreibt. Demokratie wird immer weiter ausgehöhlt, weltweit gesehen. Die Grundrechte, Versammlungsfreiheit und andere Freiheiten werden immer weiter beschnitten, weltweit. In vielen Ländern werden Sparpolitik durchgesetzt, durch ausbeuterische Gesetze. Und das feuert auch die Ungleichheit an. Es werden verschiedene Barrieren in verschiedenen
Bereichen aufgestellt, um die Menschen daran zu hindern, zu kämpfen. Da gibt es Kontrollen und Steuerungselemente, die den Frieden beschneiden. Wir sehen Probleme in anderen Bereichen, prekäre Arbeit, Erwerbslosigkeit, mit der globalen Arbeitsteilung oder soziale Absicherungssysteme. Angst befeuert eine globale Anspannung und Xenophobie. Und all das kann sehr schnell kippen, wie wir weltweit sehen. Wir sind reicher. In den letzten 3 Jahrzehnten sind wir 3-mal reicher geworden. Wir müssen in die Menschen investieren. Überall. Wir müssen in Infrastruktur, in die Care-Ökonomie, in die soziale Absicherungssysteme, in Bereiche wie Bildung, Kinderversorgung und Gesundheit zu garantieren, Tarifverhandlungen, die Rechte der Menschen auf Bildung und Gesundheit. Keinem Land sollte das Recht auf Industrialisierung, Frieden und Entwicklung verwehrt werden. Kein Mensch sollte versklavt werden, wie die Kafala-Schwestern in den einigen der reichsten Länder, den Golfstaaten. Kein Mensch, der fliehen muss, keine Menschen, der fliehen muss, sollte Asyl verwehrt werden und sichere Ankunftsländer. Wir sollten gemeinsam aufstehen für diese Werte und sollten gemeinsam sagen, Flüchtlinge sind willkommen. Das Imperativ des Friedens, darauf müssen wir uns konzentrieren in unserer fragilen Welt. Wir müssen in die Menschen investieren, in die Gemeinschaften, um alle einzuschließen und alle Generationen einzubeziehen. Die Gewerkschaften haben sich an die Spitze für einen Kampf für Demokratie und sozialen Wandel gesetzt. In vielen Ländern sind wir die einzige organisierte Stimme, die aufstehen gegen die Regierungen, die im Interesse der Unternehmen und gegen ihre Menschen handeln. Die Gewerkschaften mobilisieren immer noch erfolgreich gegen die Unterdrückung von Gemeinschaften und für den Kampf gegen Unterdrückung, in welcher Form auch immer. Da gibt es eine ganze Reihe von erfolgreichen Kämpfen. Unsere tunesischen Genossinnen haben den demokratischen Kampf in Tunesien weitergeführt und haben damit auch das Blutvergießen in anderen arabischen Ländern während des arabischen Frühlings verhindert. Die tunesische Verfassung garantiert jetzt Grundrechte wie die Teilung der Mächte, ein Streikrecht, und auch sie haben den Friedensnobelpreis bekommen für ihren Dialog und für diese Errungenschaften, die jetzt festgeschrieben sind in der tunesischen Verfassung. Und auch in Kolumbien ist der Frieden jetzt in Reichweite nach 40 Jahren Konflikte. Auch dort sind die Gewerkschaften an der Spitze dieses Kampfes für Frieden. Unsere japanischen Genossinnen erinnern uns jeden Tag daran, warum wir gegen Atomwaffen kämpfen. Sie wissen, dass Abrüstung notwendig ist. Und sie erinnern uns daran, auch eine Ächtung, ein Verbot der Nuklearwaffen ist notwendig. Der Waffenhandel und die öffentlichen Gelder, die verwendet werden für Militär, die müssen verwendet werden für soziale Absicherung, für neue Arbeitsplätze an anderen Stellen in unseren Wirtschaften. Natürlich gibt es viele Arbeitsplätze auch in der Rüstung und im Militär, aber es muss eine politische Entscheidung sein. Wir dürfen das nicht beiseite schieben. Wir müssen damit umgehen. Wir müssen eine Entscheidung treffen, denn politische Deinvestition
Also darunter würden die Menschen nur leiden, wenn wir das beiseite lassen. Wir brauchen Dialog, wir brauchen andauernden Dialog und eine Zusammenarbeit mit allen Akteuren, um unsere Gesellschaften zu organisieren. Frieden, eine sichere Demokratie und der Wohlstand. Dafür müssen wir miteinander sprechen. Die Gewerkschaften wissen das. Der soziale Dialog und Tarifverhandlungen, das funktioniert, das wissen wir. Die Premierministerin von Schweden hat gemeinsam mit uns, dem IGB, einen neuen sozialen Deal verabschiedet, ein soziales Abkommen. Es geht um Zusammenarbeit im Frieden für das Versprechen der nachhaltigen Entwicklungszielen. Dort, wo das fehlt, Demokratie, Dialog, dort kämpfen GewerkschafterInnen überall auf der Welt. Wir haben eine globale Kampagne ins Leben gerufen gegen Korruption und die Übernahme der Parlamente, des Parlaments durch Konzerne in Brasilien. Präsident Lula, der ehemalige Präsident, der gegen Armut und Ungleichheit aufgestanden ist, er steht jetzt unter Beschuss durch ein Medienkonglomerat, das zu viel Macht hat. Nun noch ein Aufruf der Mutigsten in der Welt. Die weißen Helme, die in Syrien bleiben und Menschen zu retten und ihre Gemeinschaften wieder aufzubauen. Sie sind Fassbomben ausgesetzt, manchmal mit Gas gefüllt. Die töten am meisten Menschen. Die unbewaffneten humanitären Rettungsarbeiter haben tausende Menschen gerettet. Aber es gibt tausende, die wir nicht erreichen, die wir nicht retten können. Es gibt Kinder, die in den Ruinen verschüttet werden, die wir nicht mehr hören. Denn auch sie rufen, hört mit den Bomben auf, hört mit der Bombardierung auf. Sie brauchen unsere Unterstützung. Die Menschen in all den anderen Ländern, auch im Jemen, sie brauchen unsere Unterstützung. Wir müssen handeln, um die Ausrufung des Friedens stärker klingen zu lassen. Auch hier auf unserem Kongress. In unserer fragilen Welt wollen wir die Rüstung abschaffen, die Rüstung beseitigen und wir wollen für Frieden einstehen und das mit Investitionen aufbauen. Wir können diesen Traum Wirklichkeit werden lassen, diesen Traum von Frieden ohne Armut, ohne CO2-Ausstoß in Solidarität. Dear Sharon Burrow, you wouldn't Vielen know Dank, how much we Sharon appreciate in the peace movement, Sie können gar nicht wissen, wie sehr wir das in der Friedensbewegung schätzen, dass die Gewerkschaften so auf unserer Seite much. Sind. Vielen, vielen Dank. And